Hallo zusammen! Heute möchte ich euch eine mehrjährige Variante von einem Blühstreifen präsentieren. Der Blühstreifen hier neben mir ist mit einer Breite von 9 Metern angelegt. Diesen Streifen hier haben wir im Frühjahr 2019 nochmal an gleicher Stelle neu angelegt. Das heißt, wir hatten hier letztes Frühjahr noch eine Grasnarbe stehen, die haben wir umgebrochen und gut bearbeitet, sodass wir ein feines Saatbett hatten. In dieses Saatbett haben wir nochmal neu unsere Zwischenfruchtmischung eingesät und genau diese Zwischenfruchtarten, die in der Mischung waren, sehen wir auch hier in diesem Jahr wieder. Wir haben den Senf mit drin, wir haben Rettich mit drin und auch ganz, ganz viel Verzelia, die eben wieder an dieser Stelle ausgesamt ist. Damit wir dieses Aussamen auch gleichzeitig noch ein bisschen provozieren und wir auch noch Jahre danach auf diesem Streifen Blühaspekte haben, pflegen wir diese Flächen etwas anders, als es so die Regel ist. Wir mulchen maximal die Hälfte solcher Streifen im Herbst und lassen ansonsten den Aufwuchs ins Frühjahr hineingehen. Wie man sehen kann, befinden wir uns mit diesem Streifen wirklich auf der Sonnenseite des Ackers. Die Blüten ziehen im Moment unglaublich viele Insekten an und diese Insekten dienen auch gleichzeitig vielen Offenlandarten als Nahrungsquelle. Wir haben eben noch mal einen Fasan hier in der Fläche auch gesehen, aber auch gleichzeitig stellt so ein Streifen hier mitten in der Feldflur für Feldlerchen einen wichtigen Rückzugsraum, aber auch eine wichtige Nahrungsquelle in Form der Insekten für ihre Jungvögel zur Verfügung. Falls ihr noch interessiert seid an weiteren Informationen zur Wirkung dieser Streifen und auch zu weiteren Maßnahmen, folgt einfach dem eingeblendeten Link. Dort bekommt ihr auf unserer Internetseite noch ganz viele Informationen. Vielen Dank fürs Zuschauen!